Mein Name ist Dr. Günther Beck und ich möchte euch heute etwas zum Thema Enzyme erzählen. Enzyme sind sogenannte Biokatalysatoren, das heißt, es sind Stoffe, die vor allem aus Proteinen, sprich aus Aminosäuren bestehen, die in unserem Körper bestimmte Aufgaben unterstützen. Ganz, ganz wichtig sind Enzyme natürlich in der Verdauung, sprich unsere Makronährstoffe, unsere Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, die wir über die Nahrung aufnehmen, müssen in die Einzelbausteine zerlegt werden, um vom Körper, sprich über die Darmschleimhaut, optimal aufgenommen werden zu können. Dabei sind die Enzyme, die vor allem aus der Bauchspeicheldrüse kommen, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich in all unseren Zellen, in sämtlichen Stoffwechselvorgängen helfen Enzyme, bestimmte Prozesse zu unterstützen, zu beschleunigen, aber auch zu regenerieren. Und Enzyme sind manchmal auch abhängig von sogenannten Helferchen, zum Beispiel bestimmten Vitaminen oder Spurenelementen, um sich selbst wieder regenerieren zu können und für die nächste Arbeit gewappnet zu sein.